Hi Leute, ja ich weiß, lange kam nichts hier. Das letzte Mal war ja im Dezember, wo ich diese Songs gemacht habe, die ihr euch übrigens unbedingt anhören solltet. Ich wollte heute mal was Kleines machen und zwar habe ich bereits auf Twitter schon geschrieben, dass ich mal eine Creepypasta gemacht habe und ich habe mir überlegt, ich zeige sie euch heute einfach mal. Der Punkt an meinem Main-Kanal ist, ich habe relativ viele Videos offline gestellt. Ihr seht hier mein allererstes Video, das ist ja noch online und mein zweites, mein drittes, mein viertes, eigentlich so gut wie alle hier sind eigentlich auf nicht gelistet oder privat. Hier sind so tausende Faktenvideos und alle sind nicht mehr da. Und das hat sich auch relativ durchgezogen. Also man sieht schon das wesentlich später auf dem Kanal und trotzdem sind sau viele Videos einfach auf privat. Eine ganze Ära eigentlich von dem Kanal ist komplett offline. Und ja, normalerweise stellt man die Videos offline, wenn man nicht mehr will, dass die Leute ansehen. In dem Fall möchte ich euch aber die Creepypasta unbedingt zeigen. Und deswegen schauen wir die uns an. Ganz wichtig ist hier noch zu sagen, die Creepypasta ist komplett von mir selber und das ist das Peinlichste eigentlich daran. Ich habe mich also kurz so 5, maximal 10 Minuten hingesetzt und einfach irgendwas auf diesem Dokument hingeschrieben und das war dann diese neue coole Creepypasta, weil ich wollte nicht irgendwie eine Creepypasta nehmen, die es schon gab, so wie Smile Dog oder Band Round oder sowas, sondern wollte was Neues machen. Und deswegen, das ist meine Original Creepypasta, der Mann, der mich beobachtete, ohne Komma übrigens, weil das ist so. Geile Beschreibung. Nice. Okay, dann fangen wir direkt mal an, die anzuschauen. Ich hoffe, ihr seid bereit für den Shit. Das ist schon das Schlimmste. Dieses fucking Intro. Ich habe einfach so ihr Joker-Lachen auf YouTube angegeben, so einen Sound davon. Und dann war das heftigste Intro auf der Welt. Das war ein peinliches Intro. Das ist der Hammer eigentlich. Der Mann, der mich beobachtete. Der Mann, der mich beobachtete. Was ist das für ein Bild, Alter? Schau mal. Und dann halt so irgendwie so ein Klatzkopf so. What the fuck? Also es geht im Grunde darum, dass ich habe immer recht viel Angst davor gehabt oder hab. Ich find's immer noch, sagen wir, recht gruselig. Die Überlegung, dass du nachts aus dem Fenster schaust und dann beobachtet dich jemand quasi von draußen ins Fenster. Und darum geht's ein bisschen in der Creepypasta. Ich weiß nicht ganz genau, warum dieser scheiß Klatzkopf, der so das Ungruseligste auf der ganzen Welt ist und dann so scheiße ausgeschnitten hier. Naja, egal. Ich habe noch mit meinen Freunden ein bisschen im Teamspeak gehangen und gezockt. Im Teamspeak, Alter. Im Teamspeak. Ich meine, hey, das war 2015. Wow, das ist 14. Ich habe es 15 gemacht. Okay, cool. Das war 2015. Da hatte ich noch kein Discord zum Beispiel. Aber halt fucking Teamspeak so. Ich meine, ich bin der letzte Mensch, der Teamspeak nutzen würde. So, warum habe ich das doch gesagt? Aber ich habe gemerkt, dass es langsam spät wird. Ich habe so, ey, das war furchtbar. Ich habe damals so hart genuschelt. Ich meine, ich bin immer noch nicht der deutlichste Redner, aber damals, Alter, what the fuck, hört sich das mal an. Wir sind ein bisschen im Teamspiel gegangen und gezockt. Aber ich habe gemerkt, dass es langsam spät wird. Das ist schön. Ich gehe also in die Richtung Bett. Ich wollte gerade die Rollladen runterziehen, doch ich zögerte. Denn draußen stand der Mann mit einer Klatze. Dann, dann, dann. Das sind die schlimmsten Leute, Männer mit Klatzen. Wenn die draußen stehen, Bruder. Dann ist vorbei, Mann, dann ist vorbei. Stand dort, einfach nur regungslos. Hat das echt gruselig. Mit seelenlosen, schwarzen Augen. Oh nein, Alter. Und scheinte mich zu beobachten. Scheinte mich zu beobachten, das heißt schien. Wie dumm. Ich bin so kacke, das kann nicht wahr sein. Ich dachte mir nichts Besonderes dabei. Sicher nur so einer. Natürlich nicht. Hä? Natürlich dachte ich mir nichts Besonderes dabei. Wie schlecht ist das geschrieben? Ich so, ja, ja, da draußen steht ein Klatzkopf, der mich mit schwarzen Augen beobachtet. Ganz klar dachte ich mir nichts dabei. Also, wer würde da auch irgendwas bei denken so? Der hat fucking keine Pupillen so. What the fuck? Sicher nur so einer, der sich einen Spaß erlaubt und mir Angst machen wollte. Wahrscheinlich macht er mir nur Angst. Also wer kennt's nicht so? Das steht einfach irgendein Typ und will anderen Leuten Angst machen, indem er ihn beobachtet so. Am nächsten Morgen zog ich die Rollläden wieder nach oben. Oh oh. Ich dachte, dieser Mann wäre nur ein Troll. Doch er stand immer. Ein Troll in real life. So ein Troll, Alter, Troll, what the fuck? Ey, das ist alles, das ist so scheiße geschrieben, diese fucking Creepypasta, ich liebe das. Auch da. Und sah mich fixiert an. Oh oh. Ich öffnete das Fenster und schrie: Hey du, geh von meinem Haus weg. Alter, also ich habe die Creepypasta jetzt schon lange nicht mehr angeschaut. Ich habe sie tatsächlich noch mehrmals mal gerewatcht mit so einem Kumpels und Freunden und so, aber. Es ist trotzdem jetzt schon eine Weile her, sicher ein Jahr oder so. Alter, das ist so schlecht. So, oh nein, der Mann, der Klatze, der wahrscheinlich ein Troll ist, what the fuck, der steht am nächsten Tag immer noch da. Ich schreie aus dem Fenster, hey, geh von meinem Grundstück oder was hab ich gesagt? So, hä? Der nächste Tag war schrecklich. Ich traute mich nicht mehr raus. Hatte jeden Tag Albträume von diesem Mann. Das ist einfach This Man, das ist einfach This Man. Kennt ihr This Man, dieser Typ, von dem ihr da träumt? Das ist einfach er so, das ist einfach er. Aber wie ich das auch vorlese. Ich habe Angst vor diesem Mann. So, hä, hey, Alter, wie schrecklich kann man die Stimme verstellen, so? Dann hat es mir gereicht. Doch als ich ihm ein weiteres Mal anschrie und ihm drohte, dass ich die Polizei rief, ging plötzlich das Licht aus. Stromausfall. Nichts mehr funktionierte wirklich. Ich hatte Angst.
schaute aus dem Fenster und er war verschwunden. Alter, Alter, halt, wäre diese Situation real? So, ich meine, kein Mensch würde so aus dem Fenster schreien, hey, gehen Sie weg, oder würde sich denken, ah, oh, das ist ein Troll, oder ich bin am Zocken in meinem Tiefflieg. Diese Person, die ich dort beschreibe, die ist so fett nicht real, so, weißt du? Das würde nie, würde irgendein Kerl so reagieren, wie ich in diesem Video, so. Aber jetzt stell dich mal vor, wirklich die Situation, er ist echt ein Mann und denkt sich in der Nacht so, wow, what the fuck, der steht da einfach rum, und am nächsten Morgen steht er immer noch da, dann hätte ich echt Schiss. Und dann, wenn er plötzlich weg wäre, weil das wäre, also, gruselig ist schon, aber nicht, wie ich es da erzähle, und das ist trotzdem eine schreckliche Geschichte, ich will sie nicht gut reden, so. Plötzlich klopft es. Oh Mann, wie ich das sage. Blösslich, blösslich. Ich hatte so eine scheiß Aussprache damals. Plötzlich klopft es laut an meiner Tür. Oha. Ich rannte weinend nach oben in mein Schlafzimmer. Ich wälzte mich in die Ecke von meinem Zimmer. Ich hörte, wie der Mann langsam die Treppen hochging. What the fuck? So, ich schreie den so dreimal an und dann klopft er bei mir und dann wundere ich mich noch oder was? Aber also, ich wälzte mich in meine Ecke. Aber jetzt kommt der geilste Shit, Leute. Das Ende ist der lustigste Shit. Da kommt die Treppen hoch. Das ist der lustigste Shit. Also, jetzt kommt's. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. Das ist so lustig, die ganze Situation dahinter, so. Halt, so. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. So voll das laute Knarrengeräusch. Und ich weiß nicht, was ich da gemacht habe. Plötzlich verschwindet dieser graue Hintergrund. Und dann ist jetzt nur dieser Klatzkopf und dann steht da Lan de Eobachte, so. Also, halt, mein Gott, so. Alles, also am Ende geht alles am Arsch. Okay, dieser Hintergrund geht weg und diese super schlechten Gun-Sounds. Und dann, ich, und dieses schlechte Playing auch einfach. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Hören wir uns mal an. Es geht nicht Es mehr. geht nicht mehr, stimmt. Jetzt, so laut, Alter. So ein richtig lautes Geräusch. What the fuck? Yeah, Alter. Nice. Nein, Verschüttet. halt, so ein lustiges Video. Alles daran ist unterhaltsam. Und ich wollte euch auch mal zeigen. Mega gut.